Liebe Freunde der großen kleinen Bahn und willkommen bei unserem Teil 3 des Projektes Hirschberg. Ja, ich habe jetzt hier mal die beiden letzten Basteltage ein bisschen zusammengefasst und es wird heute natürlich wieder ums Begrasen gehen und um ein paar kleine Sachen, die sich hier noch geändert haben. Viel Spaß! Bevor wir natürlich anfangen mit der Arbeit, müssen die Module erstmal wieder vom Treffen wieder zurückgeräumt werden und wieder aufgebaut werden, so dass wir auch daran arbeiten können. Das habe ich hier mal etwas beschleunigt. So schnell bauen wir sonst nicht auf. Es ist jetzt auch natürlich ein anderer Teil als der, den wir das letzte Mal aufgebaut haben. Ich hatte ja, glaube ich, bereits erwähnt, dass wir also versuchen, erstmal die Mitte zu begrasen, weil dieser Bahnhof ja für die Oberleitung vorbereitet werden soll. Es soll also elektrifiziert werden und dann macht es sich natürlich schlecht, wenn dann die Strippen über dem Gleis hängen, dass dann noch irgendwie unten drunter begrast werden soll. Das ist also keine gute Sache. Ja, hier der Versuch dann, die Schrauben für die Masse wieder da hinein zu bekommen, was mir da nicht so sonderlich gut gelungen ist, weshalb dann der Kollege hier mit dem Akkuschrauber eingegriffen hat. Ja, und dann kann es losgehen. Dann muss natürlich erstmal die Grasfasern eingefüllt werden. Hier habe ich erstmal das falsche Vorratsgefäß genommen. Das ist zwar, mit dem lässt sich zwar sehr gut arbeiten, aber der Grasfaserverbrauch steigt also mit dem Ding hier wirklich exorbitant. Also hier wäre es ideal, bis, wie gesagt, das Gerät ist ja eigentlich nicht für das Begrasen gedacht, wenn es dann irgend noch einen in der Mitte gäbe, der also ein kleines bisschen größer ist als der kleine, weil bei dem läuft es eher so ein bisschen zaghaft. Na, das liegt jetzt nicht an der Leistung, davon hat das Gerät also wirklich mehr als genug. Also hat ja 70.000 Volt und das Sieb ist einfach ein bisschen klein. Na, also die Siebfläche könnte ein kleines Bild größer sein, dann würde das also hier auch, dann würde ich hier zweimal schütteln und dann ist die Fasern im Leim. Ja, jetzt wieder das Spiel wie gehabt, mit dem Pinsel diesmal. Da irgendwelche Pünktchen. Ich mache jetzt, hatte ich ja beim letzten Video schon erzählt, es muss also hier etwas schneller vorangehen. Da spielt auch Zeit eine Rolle, weil, wie gesagt, ich ja meine Arbeiten abschließen muss, bevor hier dann es mit dem Oberleitungskram losgeht. Es kam beim letzten Mal auch die Kritik, dass das ein bisschen zu hell ist, dass das hier eher Frühling ist. Wir sehen das Grün ja alle ein bisschen anders. Ne? Also ich hatte eigentlich ursprünglich, weil hier dann doch so ein bisschen auch Gelbtöne drin sind, das ist ein bisschen, aber sieht wirklich ein bisschen frisch aus für Spätsommer. Naja, das ist jetzt nun nicht mehr zu ändern. Ist jetzt auch so ein bisschen zeitbedingt. Und ich habe natürlich jetzt auch hier nicht meine eigenen Fasern am Start, sondern nehme natürlich das, was hier vor Ort vorhanden ist. Da war auch die Frage, was das für Fasern sind. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, weil da quasi die Produktschildchen, also diese Papierdinger, mit denen die Tüten zugemacht sind, die waren da schon weg, da war bloß noch der Name von den Händler drauf. Da habe ich schon gedacht, dass irgendwelches Händlermaterial. Ich habe dann eine Tüte gefunden, wo das noch dran war. Also der Kollege wusste es nicht mehr, woher es hat. Und da war es von Hecki. Ja, sind das also Hecki-Fasern, die ich ja auch verwende. Allerdings eben auch jetzt nur, weil ich da riesige Rest, also riesig natürlich nicht, also wenn ich jetzt eine große Anlage machen würde, wäre das schnell alle, also relativ große Restbestände habe, die ich
wo ich sicher noch eine ganze Weile brauche, um das abzutragen. Ich komme damit auch gut zurecht. Also ich habe da jetzt keine Probleme. Ich habe auch immer, es gibt ja immer die Diskussion mit den glänzenden Fasern. Also das Thema hat man jetzt auch wieder. Es gibt durchaus, also wenn man auf so eine Wiese guckt, es gibt durchaus glänzendes Gras. Also ich weiß nicht, was da, ich verstehe die Diskussion immer nicht so ganz, warum Fasern um Himmels Willen nicht glänzen dürfen. Also das ist, wenn das irgendwie so total matt aussieht, sieht es eigentlich nicht natürlicher aus. Ganz bestimmt nicht. Na, also das Beste ist sowieso immer ein Mix aus allem, auch verschiedene Hersteller. Also ich habe jetzt hier auch in Ermangelung von ausreichend Farben, habe ich es hier ausnahmsweise mal ungemischt begrast. Das mache ich eigentlich sonst nie. Hier nochmal ein kurzer Schwenk über das, was jetzt hier zu diesem Zeitpunkt dann alles schon fertig war. Teilweise abgesagt, teilweise nicht. So sieht das also dann aus in dieser ersten Schicht. Dann geht es weiter. Es ist hier auch viel, ich habe hier auch viel mit dem Pinsel gearbeitet. Ich habe mit dem Pinsel dann auch zum Schluss, greife ich jetzt mal ein bisschen vor, alles komplett bearbeitet. Also jede Faser, die das nicht ausgehalten hat, den Pinsel, die ist jetzt weg. Na, also die wäre sowieso irgendwann mal abgefallen. Und da das sowieso die unterste Schicht ist, ist das jetzt auch nicht schlimm, wenn da mal ein bisschen zu viel weggeht. Na, also das erhöht dann ein bisschen die Stabilität der Restfasern, die noch kleben bleiben. Dann gibt es dann noch den Stabsauger, mit dem man dann hier vorsichtig zu Werke geht, sofern das alles. Ton habe ich jetzt mal abgedreht, ne? Also den Krach hört man mich ja nicht mehr. Natürlich erstmal in den Randbereichen. Bei dem, was man jetzt frisch aufgebracht hat, muss man natürlich immer mal ein bisschen vorsichtig sein, dass da, also wenn der Staubsauger stark genug ist, also meiner hätte das drauf, der saugt dann auch das frisch Begraste mitsamt Leim ein. Also da ein kleines bisschen muss man da. Das ist auch der Grund, weshalb ich eben einen Leim verwende, der es schnell abbindet. Weil es einfach man dann hintereinander wegarbeiten kann und nicht hier warten muss, bis irgendwas fest wird. Ja, und dann muss ja der Sammelbehälter, das ist eben auch wichtig, dass das ein Stabsauger ist mit dem Sammelbehälter. Also diese Geschichte, dass man da irgendeine Socke in den Stabsauger stopft, um dann das Zeug aufzuhalten, das ist einfach keine Methode. Die ist einfach aus meiner Sicht, das ist völlig inakzeptabel. Na, also da, gut, da nun jetzt einen neuen Stabsauger zu kaufen, ist vielleicht auch ein bisschen blöd. Aber wer weiß, diesen hier, den könnte man vielleicht auch fürs Auto verwenden oder so. Da ist das also nicht bloß für einen Zweck. Also wo sowieso ein neuer Stabsauger zu Hause ansteht, dann ruhig mal darauf achten, dass er eben keinen Beutel hat, sondern dann eben so ein Sammelbehältnis wie dieser hier. Dann haben wir nochmal einen Schwenk in die andere Richtung, diesmal in. Also ist es komplett abgesaugt. Ne? Dieses Stück, was ich dann hier so am ersten Basteltag gemacht habe. Ich habe ja wie gesagt hier zwei Basteltage zusammengefasst. Ja, und dann haben wir hier noch unseren Problembereich. Das ist, sehen wir jetzt hier vorne. Das ist an sich nicht schlecht gemacht von der Methode her, aber es ist eben wieder nur eine einzige Farbe und es ist keine schöne Farbe. Also das ist. Dann haben wir hier noch diese. Naja, diesen Teppich hier, diesen Fußabtreter, der wird dann auch irgendwann mal verschwinden. Und da wird auch aus dem Feld, ein Getreidefeld begrast. Dann haben wir hier unseren zweiten Basteltag, wo dann sozusagen mal die Aufnahme sozusagen vom Anfang. Hier dieses Signal ist übrigens, weil ja beim Teil 2 die Kritik kam, oder beim Teil 1 die Kritik kam, ja, da müssen noch
Epoche 2 Signale hin. Das ist also hier, das ist übrigens das Einfahrsignal, wo wir im Teil 2 diese, wo also da hier dieser Antrieb auf der Anlage lag, ne, wo das Signal einfach noch nicht da war. Das ist das Signal, was dann dort eingebaut wird. Ja, und hier gibt es noch was anderes. Hier wird dann, ist also die Drehscheibe verschwunden und da wird eine Segmentdrehscheibe eingebaut. Ja, und hier wird jetzt, das ist so das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Hier habe ich also das sozusagen vom in der vorigen Woche begraste, dann noch einmal überarbeitet hier, dass also da nichts Lockeres mehr drin liegen bleibt, wenn ich dann die nächste Schicht hier aufbringe. Also das Gras, das musste ja einiges aushalten mit dem Pinsel. Also ich nehme ja sonst immer, bei mir nehme ich immer so eine Kehrschaufel, die ist da ein bisschen softer. Nicht Kehrschaufel, Kehrbesen. Ja, also ein bisschen softer als der Pinsel, der hier dann doch sehr brutal da die ganzen Fasern dann wieder raustreibt. Aber vieles von dem, was er wegnimmt, ist also war wirklich nicht fest und wäre eh verschwunden dann irgendwann mal. Das hätte also auch nichts gebracht. Ja, und dann willkommen, zweite Schicht. Da im hinteren Bereich ist er also schon aufgebracht. Hier vorne bin ich jetzt hier mit meiner altbekannten Methode. Na, also hier ein Leim, der schnell abbindet. Und einzelne Pünktchen. So, dann darf man so auch nicht so große Flächen machen, sondern eher kleine Flächen. Das also, wie gesagt, das ist ja ein schnell abbindender Leim, nicht, dass ich auf der einen Seite ankomme und dann ist auf der anderen schon fest und nimmt keine Fasern mehr an. Mit der Methode muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein mit Begrasern, die jetzt relativ wenig Leistung haben, weil es hier einfach, also hier brauchen wir einfach mehr Kraft. Ne? Ansonsten muss man entweder die Leimsorte wechseln oder muss die Methode wechseln. Also das ist aber alles sowas, das kann man, muss man nicht auf der eigenen Anlage probieren. Das kann man, da kann man Probestücken machen und das dort ausprobieren und sich da sozusagen die Methode verfeinern, ehe man da auf der eigenen Anlage dann loslegt und vielleicht dann irgendwie mit irgendwas nicht so ganz zufrieden ist. Ja, weil ich höre immer oft, dass also Leute was weiß ich, irgendeinen speziellen Leim verwenden, weil dann die anderen Leimsorten angeblich eine Haut bilden und dann die Fasern nicht mehr annehmen. Also ich, mit meinem Begraser passiert das nicht. Also ich weder mein RTS, also ich habe ja da auch den leistungsstärksten, den es da gibt, und mit dem hier sowieso nicht. Also der könnte auch die Hand begrasen, ne? Also so ein bisschen schmerzhaft mit der Masseschraube. Ja, so viel erstmal zu den bewegten Bildern. Kommen wir zu den Fotos, die dann immer sich am Ende meiner Videos aufhalten. Hier eine, naja, schon fast abgesagt, also das müssen wir dann beim nächsten Mal nochmal richtig machen. Sozusagen, wo jetzt beide Schichten drauf sind. Ja, und dann war noch was in Sachen Drehscheibe. Also die Drehscheibe, die hier drin war, ist verschwunden, weil eben das originale Hirschberg, was natürlich deutlich größer ist, aber ein paar Elemente sollten hier rein, hat also so eine Segmentdrehscheibe. Allerdings ist die hier angebotene für drei Gleise und es soll aber eine für zwei Gleise werden. Das ist schon mal der Ausschnitt, wo die dann rein soll. Hier haben wir, sehen wir, dass sie dann also so in dieser Form natürlich nicht reinpasst, worauf sie dann kurzerhand zersägt wurde und entsprechend eingekürzt wurde. Dann haben wir noch eine Lok darauf gestellt und ja, so fertig ist er noch nicht. Also mittlerweile habe ich jetzt Fotos gesehen, wo sie dann, wo also noch weitergearbeitet wurde, dann in meiner Abwesenheit. Ja, ich habe mich dann versucht, noch irgendwann irgendwelchen kratischen und blühenden Pflanzen. Naja, also so richtig weiß ich nicht, ob wir das so lassen. Auch das hier ist ein bisschen
Ah ja, geplatztes Kopfkissen. Also müssen wir mal sehen. Das war einfach mal so ein Versuch, mit dem vorhandenen Material was zu machen. Und ja. Gut, reden wir nicht drüber. Dann mal noch wieder ein, also zwei gesteckte Fotos. Hier nochmal der aufgebaute Teil des Bahnhofes mit sozusagen der ersten Begrasungsschicht. Wer sich jetzt fragt, was ein gestecktes Foto ist, der achte bitte hier auf die Tiefenschärfe. Und ich verlinke mal dazu ein Video auf meinem Kanal. Ja, soweit erstmal für den Teil 3. Die Arbeiten werden jetzt demnächst fortgeführt und da sehen wir mal, was da noch alles so passiert und wie das dann am Ende aussieht. Ich werde auf jeden Fall hier am Ball bleiben, auch bei den Teilen, an denen ich jetzt nicht direkt beteiligt bin, sondern die ich jetzt nur hier beobachte. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht was draus.